Vertragspartner kennen oder dass man sich vielleicht darüber einigt, zu sagen, der Samuel schießt jetzt 100.000 vor, dann machen wir die Belege und danach kann ja bewertet werden, ob es richtig ist. Und dann zahlt er noch den Rest aus Moment, der oder eben Samuel nicht. soll 100.000 Euro bezahlen, um Ja, euch zu helfen, selbstverständlich, ihn er um will doch 1,5 unbedingt wissen, Millionen zu ob. erleichtern? Habe ich das jetzt richtig Nein, verstanden? aber ganz pass auf, kurz dazu warum sagen. sollen wir denn jetzt sehr viel Geld ausgeben, wenn wir nicht mal den Vertragspartner kennen und Ja. wenn die Bedingungen so sind, dass sie zumindest mal unklar sind? Er gibt ja keine Antworten darauf. Ja. Er ist ja sogar Leugner des HIV-Virus. Und da muss ich sagen, ich habe das auch schon auf Demos gehört, muss ganz ehrlich sagen, da hört es für mich ehrlich gesagt auch auf. Weil ich finde, dass gegenüber den Leuten, die daran gestorben sind, finde ich das furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, Gordon, ne, Gordon, also ich es ist unterbreche dich nur ungern. geschmacklos. Es Gordon, ist ich für mich unterbreche rein dich nur geschmacklos. ungern und du hast natürlich ein Recht auf deine Meinung, aber damit das einfach nur der Vollständigkeit halber erwähnt ist. Es gibt dieses Buch, das werdet ihr eventuell erkennen, unter anderem geschrieben von Thorsten Engelbrecht, der hat ja auch den Samuel interviewt und eben Dr. mit Klaus Köhnlein. Darin sind auch Töne und ganze Kapitel dem Thema gewidmet, ob es die Existenz dieses HIV-Virus, ob es die gibt oder nicht. Ja, also wer sagt, dass Ja. Samuel Eckert geschmacklos sei, muss das also auch genauso gut sagen können über Köhnlein, Ja, sehe ich auch Engelbrecht so. und Co. Ja, Ja, ist gut, so. wollte ich nur mal Weil gesagt ich haben. meine, was will man denn den Leuten sagen, die elend in den 80ern an HIV verreckt sind? Ihr seid alles Spinner. Ja, was will man denen denn sagen? Es ist im Endeffekt auch für jeden, der sich mit der Materie einfach beschäftigen möchte, ganz leicht zu begreifen. Ein Kontrollexperiment, egal wie man es nennt, ob man es einen Kontrollversuch nennt oder eine Versuchskontrolle, ich meine, eine Versuchskontrolle wäre nochmal was anderes, da würde ich mich drauf einlassen, aber ist ein Experiment, das ausschließt, dass der eigene Versuchsvorgang in seiner Kausalität zu dem Ergebnis führt, was ich erhalten habe. Das hat auch damals schon Piebels und Enders in ihrer Studie selber im Abspann gesagt. Die haben gesagt, okay, Leute, wir müssen gucken, dass unsere Ergebnisse nicht vielleicht ganz andere Ursachen haben. Und dann kommt dazu, was mich am allerinteressantesten von dem Gespräch bisher fand, was Frankie gesagt hat und auch Gordon. Ja, wobei Gordon hat das nicht gesagt, hat Frankie gesagt. Wir müssen noch Recherchen machen. Das heißt, man muss jetzt Nein, habe ich recherchieren. nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, du musst noch zu diesem Professor gehen wegen HIV und das kostet Geld. Ja, Recherchen machen, um nachzuprüfen, welche Aussagen alle richtig oder falsch sind, Genau. weil ihr Und in habt einer unglaublich Gruppe. viele Falschaussagen getroffen. Ich Genau. sage jetzt nicht ihr, ich sage mal Lanke und so weiter. Genau. Okay. Die ganzen Falschaussagen, um die es hier offensichtlich geht, wir haben aus eurem Chat, aus deiner Gruppe, haben wir Aussagen von euch, wo steht, dass ihr für die Versuche, um die Beweise anzutreten, braucht ihr 200.000, braucht ihr 250.000 Euro. Ich habe diese ganzen Chatauszüge hier vor mir. Da steht, dass ihr Geld braucht, um die Versuche erst durchzuführen. Ja, das stimmt nicht. Dann zeigt mir einen einzigen. Ich habe das niemals im Leben gepostet. Ich habe gesagt, jetzt haben wir überlegt, erstmal, seitdem ich Herrn Pankala kenne, haben wir erstmal überlegt, wie viel Geld man eigentlich bräuchte, um all das zu erfüllen, was ihr haben wollt. Es wurde nie mit einer Kameraführung gemacht, zum Beispiel. Frankie, Ihr gut. müsst doch zu den einzelnen Instituten hinfahren, um zum Beispiel das Virus auf verschiedenste Nein, Art und Weisen musst zu du nicht. visualisieren. Es geht sogar noch weiter. Das Virus Nein. können wir so darstellen, dass es zappelt. Also wir können es mit einer bestimmten Technologie ganz genau zeigen. Ganz Also kurz. nicht hier Frankie, ein Elektromikroskop, wo dann aber hier der Herr Frank, warum Lanke ist das sagt, denn das in der sind Vergangenheit denn nicht, Exosomen wenn ich es oder mir das erlauben sind darf, ganz kurz, lieber Frank, warum ist das dann in der Vergangenheit nicht Mikrowellen. gemacht worden? Lieber Frank, warum ist das in der Vergangenheit denn nicht gemacht worden? Hier War stehen das nicht nur nicht 1,5 notwendig? Ich Millionen auf meine, dem wir wissen, wie Spiel. es funktioniert. Wir haben das studiert. Ja, Also, und aber Lanka genau, lügt jede Menge. genau. Lanka sagt Leute, beispielsweise, Leute, Antikörper seien nicht Frank, spezifisch und lässt alles aus. Er lässt also, ja, zu allen Filmen, ohne die Auswirkungen, zu allen Filmen, ja, die Stellung nehmen. Frankie, wir haben eine Studie erfragt von jedem, der da draußen als Virologe unterwegs ist, die Voraussetzungen der deutschen Forschungsgemeinschaft erfüllt. Hast du eine? Also bitteschön, wenn ihr sagt, habt ihr einen Kontrollversuch oder ein Kontrollexperiment durchgeführt, das wird nicht von der Forschungsgemeinschaft beschrieben, mit keinem Wort. Er Das hat Wort gefragt, ob ihr taucht eine dann Studie nirgendwo habt. auf, Frank, er weil hat es gefragt, ob ein ihr eine eigener Studie habt. Versuch ist. Es werden Nee, immer aber Versuchskontrollen bitte, Elia, genannt. jetzt wirst du unsachlich. Jetzt wirst du unsachlich.
Genau. Ich weiß, es gibt keine Studie, weil das Begriff nicht da ist. Nee, er ist ja nicht so weit gegangen, dass er gefragt hat, ob es eine Studie gibt mit dem Wort Kontrollexperiment. Er hat gefragt, gibt es überhaupt eine Studie, die in irgendeiner Form belegt? Darum geht es. Was denn? Was gibt es für eine? Es gibt doch tausende von Studien. Das habe ich ja vorhin gesagt. Es werden ganze Stammbäume aufgezeichnet von den Tieren, die sich verändern im Laufe der Zeit. Das sind doch nicht alles Idioten. Das sind doch Millionen von Forschern. Und da sind wir. Da muss man sich doch mal vorher überlegen. Erstens sind wir wieder beim Schreien. Das ist das Erste, was mir auffällt. Das Zweite ist, ja, das stimmt. Wir haben mit allen diesen angeblichen Beweisen, auch die, ich meine, Gordon hat ja das... Wieso schon wieder? Wir haben noch nie miteinander gesprochen. Ich bin schon wieder am Schreien, hast du gerade gesagt. Wir haben uns noch nie gesehen. Nein, im Sinne von, diese Debatte wird oft hitzig geführt. Das ist eine Analogie zu all den Gesprächen, unter anderem auch die im Corona-Ausschuss. Als dort Lanka und Kaufmann gewesen sind, dann war das für mich alles andere als eine wissenschaftliche Diskussion. Und genau das ist das, was jedes Mal passiert. Und wenn, Frankie, du jetzt sagst, die anderen sind doch nicht alle dumm. Wenn die anderen nicht alle dumm sind, dann soll doch einer kommen und soll einfach mal uns Kontrollexperimente zeigen. Wir haben die alle angeschrieben und die wussten, was wir meinen. Wir machen für euch eigens, wenn es sein muss, Kontrollexperimente. Frankie, langsam. Dann in dem Moment, in jetzt gerade outest du dich und sagst alleine schon, dass es überhaupt keine gibt, wenn du die... Nein, natürlich nicht, weil es Versuchskontrollen gibt. Es wird in jedem Versuch, werden Versuchskontrollen mitgeführt. Und da ist alles erfüllt. Und ihr nennt das einfach Kontrollexperimente. Das ist was völlig anderes. Hast du die Korrespondenzen zu allen großen Studien auf unserer Webseite gelesen? Ihr fragt nach Kontrollexperimenten, dann sagen die, nein, dafür haben wir kein Geld, um die zu realisieren. Das ist doch klar, das ist ein eigenständiger Versuch, das ist ein völlig anderer Aufbau. Hast du die Artikel gelesen? Hast du die Statements von den jeweiligen Autoren? Ich habe die Zusammenfassung gelesen. Die Zusammenfassung? Also ich habe doch nicht, ja. Okay, dann würde ich dir empfehlen, lest die nochmal durch. Und das ist auch, aber andererseits, und das muss ich jetzt auch nochmal ganz klarstellen, es ist nicht meine Aufgabe, jemanden, der antreten möchte, einen Beweis zu erbringen, zu detailliert zu erklären, wie er denn überhaupt seinen Beweis erbringen muss. Soweit muss er schon selber kommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist nochmal zu dem Thema, was du gerade geleugnet hast, dass du gemeint hast, es wäre nicht darüber gesprochen. Ich lese es mal kurz vor. Mal sehen, wie sich die Auslobung noch entwickelt. Wenn du vorhin den Beitrag auf YouTube mitverfolgt hast, dann hast du ja mitbekommen, dass alleine noch nur Frau Professor Kämmerer mit rund 200.000 Euro in Vorkasse gehen muss. Wir werden das durch 2. Dezember nach dem Florian, Auslobung von Herrn Samuel Eckert angenommen durch Frankie, das musst wahrscheinlich du sein, wenn das ist der Admin der Gruppe hier. Wir werden das durchziehen, sobald die Auslobungssumme... Habe ich nie geschrieben. Entschuldigung, das ist eine Lüge. Ja, das ist ein Screenshot hier, soll ich einen Tag... Habe ich nie geschrieben. Samu, schick mir das gerne im Hintergrund. Und Freunde, bevor wir jetzt hier alle ausrasten, also nichts davon ist geplant, alles davon ist spannend und es wird noch spannender. Tobias Ulbrich hat sich gerade im Chat gemeldet. Herr Ulbrich, ich grüße Sie. Ich hatte vor, ohnehin Ihren Kontakt zu erfragen. Ich will das jetzt nicht überladen. Ja, ich glaube, wir haben mit Samuel, Gordon und Frank genügend große Egos im Raum. Aber ich grüße Sie, ja, unbekannterweise, und würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehr gerne auch in irgendeiner Form halt in Zukunft mal verständigen könnten, ob Sie denn auch Interesse haben, in eben ein Gespräch, einen Austausch zuerst mal mit mir und dann sehr gerne auch mit den anderen Parteien zu gehen. Genau, schöne Grüße, Herr Ulbrich. Wir sind erreichbar. Man kann uns erreichen, man kann uns so anschreiben. Ja, aber da muss ich jetzt auch noch mal was zu sagen. Wir haben bis heute übrigens, ganz kurz, wir haben kein einziges Schreiben erhalten. Ja, nur, dass das noch, das ist Zwischenstand, Stand heute, wir haben kein einziges Schreiben erhalten. Die Autoren der Studie selbst, die Autoren einer Isolatspublikation selbst, die uns bestätigen, sie haben keine Kontrollexperimente gemacht. Natürlich nicht. Warum denn? Genau. Die werden doch kein eigenes Experiment machen, das kostet doch doppelt so viel Geld. Kannst du Frankie mal bitte muten? Das ist nicht mehr, also wir können so nicht kommunizieren. Ja? Frank, ich habe dich jetzt gebeten, auch an alle Leute da draußen. Ich stehe dazu, Frank, ich sehe das auch als unproduktiv, wenn du immer dazwischen brüllst. Ja? Samuel hat jetzt wesentlich weniger Zeit an Sprechanteil gehabt in dieser Konversation. Überhaupt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja gut, aber ihr wolltet doch die ganze Zeit hören, dass er mal Stellung nimmt zu euren Fragen. Ihr habt eure Fragen definiert. Nee, weil er nicht zu Wort kommt, wird er dann auch sauer. Ja, nein, weil wir überhaupt keinen Redeanteil haben. Ich wollte gerade antworten, dann sage ich, zwei Worte. Und dann wird wieder... Ich würde auch noch was sagen. Diese sieben Punkte... Bitte, pass auf, Gordon. Samuel, nee, jetzt sag ich mal was. Ja, wollte ich ja sagen. Bitte schön. Ja, mach bitte, ja. Die sieben Punkte sind euch die sieben Punkte der Wissenschaft nach der Forschungsgesellschaft, also deine Vorgaben. Da kann der Frank ja auch noch mal ganz viel erzählen, dass da alles super viel unklar ist. Aber Gordon, das ist ja auch seine Auslobung und seine 1,5 Millionen. Jetzt fällst du mir noch wieder ins Wort hier. Okay. Ja,
So ist es okay. doch. Laufen, wenn wir was sagen, fällst du oder Samuel uns ins Wort. Okay, und deswegen werden wir so laut und dann stehen wir auch dumm da, weil wir die Lauten sind. Ja, er lacht bloß. Nein, Gordon, ja. hör mal. Gordon. Ich kann verstehen, dass ihr immer so das ist unverschämt. Seid. Das ist unverschämt. Ihr lässt uns nicht zu Wort kommen und dann werden wir hier sauer. Gut, und, Samuel, Gordon, nimm dir gerne die Zeit. Wir wollen Fiabler. Ich hole mir einen Kaffee, dann ruhigen wir uns alle wieder ab. Aber so geht das nicht in der Diskussion hier. Gordon, okay. du suchst wieder einen Punkt zu finden, um dich für das Problem, was du hast, argumentatorisch zu rechtfertigen. Also, es geht um Folgendes. Die Autoren der Studie selbst haben uns bestätigt, dass Kontrollversuche nicht gemacht wurden. Und sie wissen genau, um was es geht. Wir haben das Problem beschrieben. Ja, das heißt, wir haben nicht das Risiko eingegangen, dass irgendwelche Wortverwechslungen oder sowas möglich gewesen wären. Wir haben präzise gefragt, ob die Versuche gemacht wurden, ob sie dokumentiert wurden und wenn sie publiziert wurden, wo. Wir haben genau beschrieben, um was es geht, dass wir eben die Vermutung haben, dass der Versuch selbst dafür verantwortlich ist, dass diese zytopathischen Effekte auftreten, dass der Versuch selbst dafür verantwortlich ist, Artefakte und so weiter gezeigt werden, etc. Wir schreiben da nicht einen Einzeiler hin und sagen, hey, könnt ihr uns mal bitte schnell die Kontrollexperimente schicken? Wir sehen die nicht. Wir sind sehr präzise gewesen. Diese Autoren selber, und das haben wir alles veröffentlicht, ja, die haben selber gesagt, die wurden nicht durchgeführt. Und wer jetzt glaubt, dass man das einfach so machen kann, einfach die Kontrollexperimente nicht durchzuführen, oder wenn ich einen Wissenschaftler, wie der Frankie, der sagt, er ist ein Wissenschaftler, wenn ich den sagen höre, ja, man kann die Dinger doch kaufen, ja, genauso wie das Wolfgang Woda sagt, wir können die Isolate doch kaufen, dann muss ich sagen, das ist doch kein Argument. Ich kann auch eine Luftgitarre bei eBay kaufen und die muss es nicht geben. Ja? Mhm. Wir müssen doch wissenschaftlich und sachlich miteinander diskutieren. Und wir haben diese Aussage von den Autoren der Studie selbst. Wir haben sie nicht von irgendjemandem, der meint, steht da gar nicht drin. Wir haben nicht selber gesagt. Komme ich jetzt nochmal dazwischen irgendwann? Bist du irgendwann fertig oder redest du jetzt die ganze Zeit nur noch? Samuel, jetzt ist gut, lass mal bitte den Frankie. An dieser Stelle ganz kurz nur eine Lanze bitte brechen für den Moderator. Ich bin in einer unmöglichen Position und ich hoffe, ihr versteht, dass ich nur das Beste versuche. Okay? Jetzt bitte lieber Frank. Also es ist doch klar, dass keiner Versuche extra gemacht hat. Pass auf, wie wir jetzt vorgehen könnten, damit ihr eure Kontrollexperimente bekommt, dann machen wir genau das Gleiche, was alles gemacht wurde von all den Wissenschaftlern auf der Welt. Und wir nehmen einfach die Kontrollen raus und sagen, machen extra einen eigenen Versuch daraus. Dann habt ihr eure Versuchskontrolle. Das geht. Weil nämlich immer Kontrollen mitgeführt werden. Wir nehmen dann einfach die Kontrollen raus und packen die woanders hin und dann habt ihr eure Versuchskontrollen. Das können wir machen. Frankie, ganz aber ehrlich. Dafür brauchen wir auch die Gewissheit, dass das Geld wirklich existiert. Frankie, ob ihr Geld habt oder nicht, oder ob ihr noch die Versuche machen müsst oder nicht, das ist nicht mein Problem und das mache ich auch nicht zu meinem Problem. Nee, ist nicht dein Problem, aber das Problem ist, du musst schon zeigen, dass du Geld hast. Dann hast du doch kein Problem damit zu zeigen, dass du überhaupt, du wirst doch nicht erwarten, dass jemand hier 150.000, 200.000 Euro in die Hand nimmt, ohne zu wissen, ob das Geld da ist. Ich erwarte. Und dann zu sagen, die Adresse im Impressum, die ändert sich immer, aber ihr könnt mich da erreichen, das ist doch nicht deine Meldeadresse. Das heißt, juristisch könnten wir ja überhaupt nichts, weil wir gar nicht rankommen. Das muss man auch mal, klar so sagen, Samuel. Punkt eins, Punkt ja, ich war ja bisher freundlich, aber dann bin ich es nicht mehr. Und dann stellt ihr 7 Forderungen auf, die ihm nicht nach der Wissenschaft sind. Die soll er belegen und das soll er selber zahlen. Und Elia sagt noch, da wird ja kein Problem sein, 200.000 von dem Unternehmer zu bekommen. Also Punkt eins. Das ist ja eine Diskussion, wirklich, Freunde. Also Gordon. Na Gott, wenn das so einfach wäre, dann wäre das doch ein Investment. Ich meine, überleg doch mal. Elia macht jetzt die 200.000 klar und dann machen wir das. Leute. Musst du wahrscheinlich mit laufender Kamera. Nee, jetzt red ich mal aus hier. Mit laufender Kamera noch sein, damit der Samuel das überhaupt glaubt. Sonst sagt er, die Petrischale wäre dann da geändert worden oder so ein Quatsch. Und wir waren ja hier, weil der Frankie immer noch mal die ganzen 7 Sachen, die er da aufgezählt hat, noch mal ganz viele Nachfragen hatte. Dazu sind wir bis jetzt ja nicht gekommen, weil wir jetzt in dieser blödsinnigen Diskussion hier sind. Ich finde, die Diskussion ist nicht blödsinnig. Ich bin froh, dass überhaupt mal miteinander gesprochen wird. Ja, und vergesst nicht, Samuel hat die ganze Sache ausreden lassen. Mich ja, und auch meinen Mandanten. Absolut. Kritik angenommen. Aber einfach eingeben, Zeit, Erbgut in Auflösung. Da kann er den Artikel gleich mal reinblenden. Der ist ja immer so fix. Und dann kann man mal sehen. Ich will den Artikel. Ja, Zeit, genau. Erbgut in was? Zeit, Erbgut in? Nein, Auflösung. Erbgut in Auflösung, ja, genau. Mhm. Und da kann man mal anschauen, wie viel Einigkeit in der Wissenschaft über die Genetik herrscht. Und alleine diese Frage rechtfertigt doch schon, dass wir in diesem Kontext uns mal Gedanken machen, was ist denn überhaupt belegt nach eigenen Standards und was ist nicht der Fall? Ich meine, ihr habt es ja selber gehört, damals auf Twitter, als
als, wie hieß er nochmal, Hendrik Streeck gesagt hat, wir haben die Isolate im Kühlschrank. Und ich habe ihm geantwortet direkt. Und ich habe ihm gesagt, dann schick doch einfach die Isolate zu uns und schick die Publikation dazu. Dann das sind S3-Isolate, da brauchst du ein Hochsicherheitslabor dafür. Also, ja, pass auf, Samuel, es ist ganz klar, deswegen seid ihr aus dieser Gruppe rausgegangen. Genau. Es ist nicht möglich, dass ihr einfach so am laufenden Band nicht unterbrochen werden wollt, wenn ihr lügt. Und das ist eine Lüge. Ihr lügt viel. Und deswegen, Moment, lass das nicht zu. Greif an Ort und Stelle rein und unterbreche dich an der Stelle, wo es die Unwahrheit ist. Wo haben wir gelogen? Auch dieses Paper, lies das Paper mal richtig durch. Wo haben wir gelogen? Eine der Lügen, die ich vorhin vorgestellt habe, ist ja Kontrollexperiment. Ihr habt damit die ganze Welt geblufft. Also nicht die ganze Welt, sondern nur diese Gruppe von Leuten, die euch nachlaufen. Ja. Kontrollexperiment. Genau. Nochmal, es werden Versuchskontrollen mitgeführt. Und das kann ich separieren, dann habe ich ein eigenes Experiment. Das hat aber kein Mensch gemacht. Also, das macht keiner. Okay, du hast unsere Artikel nicht gelesen, die du vorhin zugegeben hast. Ich habe jede Menge gelesen. Du hast vorhin gesagt, du hast nur die Zusammenfassung gelesen. Du hast sie also nicht gelesen, also verdreh's bitte nicht. Punkt 1. Punkt 2, in den Artikeln, das haben wir eindeutig belegt und den Schriftverkehr veröffentlicht, dass die Autoren der Studie selbst sagen, sie haben keine Kontrollexperimente. Also Samuel, verstehst du es eigentlich nicht? Oder ich meine, mein Mandant hat es schon so fünfmal gesagt und du kommst dann einfach ignorant. Hier wurde mir gerade eine Lüge vorgeworfen. Das haben wir schwarz auf weiß schriftlich. Ihr habt eine Inversion durchgeführt von der Vokabel. Das ist die Lüge. Falsch. Es werden Kontrollversuche durchgeführt. Immer. Danke. Keiner kriegt einen Abschluss. Den einfachsten Biologieabschluss kriegst du nicht, wenn du keine wenn du die Kontrollen nicht mitlaufen lässt. Es herrscht immer. Du kannst die Autoren dieser Studie selber anschreiben. Mache ich ja dann. Dafür will ich ja, dass die 1,5 Millionen Euro wirklich existieren. Ich reise durch ganz Europa. Ich fahre zum Institut Pasteur hin, weil leider ist ja der arme Herr, ist jetzt der Herr Luc Montagnier tot. Und dann sagt Samuel Eckert, der hat niemals im Leben ein Virus isoliert. Hat er selbst zugegeben. Jetzt, wo er tot ist, kann man das natürlich sagen. Ich fahre hin zum Institut Pasteur und frage nach. Wenn das würde ihn auch nicht wieder zu. Euro auf Underkonto stehen, das würde ihn auch nicht wieder lebend machen. Mach da meine Interviews mit offener Kamera und bitte die Professoren dazu Stellung zu nehmen, ob das Virus nicht isoliert wurde. Wegen Montagnier habe nicht ich das gesagt, sondern das kann man mit Quellenangaben und allen detaillierten Erklärungen im Buch Viruswahn sehr ganz deutlich nachlesen. Das ist für jeden, der bis 13. Ja, ich fahre hin. Punkt 2, Frankie. Hast du denn mit den Autoren der Studien, mit denen wir kommuniziert haben, hast du mit ihnen kommuniziert? Und wenn du das Geld zur Verfügung stellst, dann mache ich das. Elia, kannst dann du ich, mal, ich kann nicht mal meine Frage stellen. Okay, gut, Frankie. Hast du mit den Autoren dieser Studie kommuniziert und ausgeschlossen, dass eine Begriffsverwechslung vorliegt? Hast du ja oder nein? Warte, ich habe mich jetzt gebeten, dafür, den Ton wieder einzuschalten. Ja mit den Leuten zu reden. Nein, das ist keine Fangfrage, Gordon, sonst unterstellt ihr hier was. Ich bin dahinter gekommen. Du wirst ja Isolate zugeschickt bekommen. Ich bin dahinter gekommen, zu spät reingekommen, ich weiß nicht, oder du warst schon dabei, ich bin da erst dahinter gekommen, als ich mich mit den Leuten unterhalten habe, habe ich gemerkt, was für ein Kontrollexperiment meinen die eigentlich? Und dabei meinten die Versuchskontrollen. Die sind euch auf den Leim gegangen, die ganzen Leute. Und genau, alle. Und die Wissenschaftler nehmen sowas wörtlich. Richtig. Ich habe es auch wörtlich genommen. Also, wir haben die Aussagen dazu, ihr könnt die alle nachlesen. Die sind sehr detailliert beschrieben. Was ich jetzt festhalten kann, Frankie, du hast nicht mit denen kommuniziert. Du weißt gar nicht wirklich, ob eine Begriffsverwechslung vorgelegen hat. Du vermutest das und unterstellst uns Betrug. Das ist für mich wagemutig, das kannst du gerne machen. Nein, Samuel, das sind Leute, die mit der Sprache scharf umgehen. Ja, genau. Du hast doch unsere E-Mails gar nicht gelesen. Woher weißt du denn, was du gerade... Das sind ja... Wie viel waren das? Also das Samuel, ich muss wirklich E-Mails, die soll ich mir alle durchlesen, wofür? Der Betrugsvorwurf war ja eine ganz andere... Ja, für 1,5 Millionen. Also du bringst da alles durch. Wenn die da sind, mache ich das. Okay. Wenn ihr soweit seid, meldet euch wieder, wenn ihr glaubt, ihr könnt die Anforderungen der Ausschreibung erfüllen, dann wünsche ich viel Erfolg beim Gelingen. Und ansonsten würde ich sagen, würde ich mich aus der Diskussion... Nein, Moment, bevor du dich verabschiedest, weil ich merke, dass du da eine Verabschiedung nicht gerade geplant hast. Samuel, wir haben uns jetzt 1,5 Stunden lang miteinander unterhalten. Eine kurze Frage, wie ist das jetzt mit den 1,5 Millionen Euro? Wirst du die auf ein Underkonto bringen oder nicht? Die 1,5 Millionen Euro stehen zur Verfügung für jeden, der diesen Anforderungen meiner Ausschreibung erfüllt.
Das ist alles. Ich bringe. Und da muss ich dein Wort glauben. Na, selbstverständlich musst du das. Ja, ja. Dann kannst du auch dem Frankie glauben, dass es Virus gibt. Nein, weil. Wir sollen deinem Wort glauben, aber du glaubst nicht dem Wort von Tausenden von Wissenschaftlern. Gordon, als Rechtsanwalt. Nein, da haben wir dich jetzt erwischt. Eine ladungsfähige Anschrift haben wir immer noch nicht. Wir haben keinen Geldbeweis und wir haben keine ladungsfähige Anschrift. Und du haust da einfach so einen raus. Ja, Gordon. Ja, jetzt fällt er mir wieder ins Wort, wie die ganze Zeit. So ist es einfach, Samuel. Ja, kannst du dich kaputt lachen. Okay, also. Aber das ist doch rechtlich totaler Blödsinn, was du machst. Super, ne? Ganz toll. Dankeschön, Gordon. Du musst das eigentlich verstehen, dass ich als Ausschreibungs- oder als Auslobungsgeber die Bedingungen und auch den Rahmen dieser Ausschreibung darlege. Ich bin derjenige, der sagt, wer mir etwas erbringt. Ja, dann sag uns doch deine Anschrift, dann können wir dich anschreiben. Die Anschrift ist vorhanden, du kannst mich anschreiben. Das ist die Anschrift der GmbH, die es nicht mehr gibt. Falsch, Gordon. Schau in den Handelsregister, diese Firma ist da. Und da ist auch übrigens eine Historie. Du solltest es als Anwalt eigentlich besser wissen. Im Handelsregister ist deine Frau eingetragen. Ja, aber im Handelsregister steht, dass es jetzt ein AG ist. Ja, das hast du eben sogar selber zugestanden, dass du nicht wüsstest, warum sich das jetzt wieder geändert hat. Im Handelsregister steht auch, dass diese Firma von einer GmbH in eine AG umgewandelt wurde. Es ist eine Historie, die muss in jedem Handelsregister stehen. Gordon, ja, also ist doch die AG, aber du bist doch derjenige, der die Auslobung. Eine Frage bitte. Wir haben gesagt, nicht alle Fragen, wir haben gesagt, eine Frage bitte, solange Samuel noch die Geduld hat. Ich weiß jetzt nicht, welche davon die wichtigste ist. Muss ich jetzt erstmal, überlege ich mal. Die haben so viele Behauptungen aufgeschrieben. Ich habe zu den einzelnen Behauptungen Fragen gestellt. Ja, also für mich ist die wichtigste Frage, die ich habe, was passiert mit dem Geld? Das war am Ende. Wird es auf ein Underkonto gebracht? Einigen wir uns diesbezüglich? Ja, aber Frank, das einigen wir uns doch dieses schon. Jahr. Ehrlich, ich habe gesagt, dass ich gerne die Fragen beantwortet haben möchte bis zum Ende des Herbstes, das heißt bis Winteranfang. Das wäre das späteste Datum, wäre der 21. Dezember, dass wir dann mal langsam zur Unterschrift kommen. Das war für mich die aller wichtigste Frage in dem Film. Das wundert mich, weil ganz ehrlich, Samuel, bevor du antwortest, sind da nicht in puncto Methodik so viele Dinge, die ihr angreifen wolltet? Ja, klar. Warte mal, Frank, bitte halt mal ganz kurz den Mund. Frank, ganz kurz, sind da nicht in puncto Methodik so viele Punkte, die du eigentlich angreifen könntest? Weil ich führe das jetzt mal weiter aus, weil ihr eigentlich sagen müsstet, so wie das formuliert ist, ist dieser Beweis gar nicht zu führen. Müsstest du da nicht eigentlich seine Technik angreifen, anstatt dass du jetzt wirklich aus diesem ganzen Fragekatalog die einzige Frage auswählst, die dir bestätigen soll, ob Geld da ist? Leute, ja. What? Ich sag ja. Also. Also, das hat jetzt nichts mit irgendwie Vorliebe und dass ich jetzt den Samuel länger kenne als dich zu tun. Das ist eine rein logische Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang jetzt gerade zusammengereimt habe und die ich mir stelle. Okay? Es sind sehr viele Detailfragen. Ja. Aber fang doch wirklich mal an, da muss ich ihm Elia jetzt recht geben. Dass mit zum Beispiel, Samuel, was versteht man unter einem Isolat? Weil ihr sagt, das sei nie isoliert worden. Was ist denn dann Isolat? Deswegen, solange jemand nach Wahrheit fragt, solange jemand Fragen stellt, ist er für mich nie ein Spalter. Wenn jemand was und ich ziehe auch keine Nase, wie hier geschrieben wird, ja, da kann ich auch drüber lachen. Aber wir haben Anfang der Diskussion gemacht, die Wellen sind sehr hochgeschlagen. Es wäre vielleicht besser gewesen, das intern zu machen. Aber es hat wenigstens mal stattgefunden und das ist schon mal ein Fortschritt, dass wir jetzt aufeinander zugehen können und gucken, was daraus wird. Schreib mich an, Gordon, du hast meine Nummer. Ja. Du kannst mich, ich soll dich nochmal, mein Team fragt hier gerade nochmal, Frankie, zum Schluss, ich sag einfach, ob du was kannst. Hast du eine Publikation im Kopf, wo du im Moment sagst, dass diese Kontrollexperimente oder beziehungsweise das, was wir vorhin, ich versuche es in deinen Worten zu sagen, was wir dokumentiert haben, eben, dass wir diese Streptomycin zugeben und danach keine Viruszugabe machen, sondern im Endeffekt, sage ich mal, einen Blindgänger laufen lassen. Hast du eine Publikation, wo das so gemacht wurde, wo das publiziert wurde? Gibt es da eine? Weißt du, ich gehe davon aus, dass jeder einzelne Versuch so gemacht wurde. Nur, dass sie kein separates Experiment gemacht haben, sondern immer Versuchskontrollen mitlaufen lassen. Verstehe. Wenn du zum Beispiel, Penicillin dazu gibst als Beispiel. Ja. Dann lässt du auch eine Gruppe laufen ohne Penicillin. Oder mit einem Fungizid, also gegen Pilz. Ja. Dann machst du eine Gruppe mit Penicillin und ohne und mit Penicillin und Fungizid ohne Virus. Eine Gruppe machst du nur Penicillin, andere Gruppe machst du nur Fungizid. Oder habe ich gesagt, ja, Penicillin, Fungizid und eine andere Gruppe machst du hinterher. Machst du auch eine Lehrgruppe rein, machst du auch rein und so weiter. Die Kontrollen, die werden immer mitgeführt. Ich hatte auch so eine PowerPoint gemacht
wo dann auf der letzten Seite der PowerPoint so ein Beispiel ist. Da habe ich so ein, oder die letzten zwei Seiten, da habe ich so ein Beispiel gemacht, wie so ein Versuch eigentlich aufgebaut wird. Das ist Standard, das ist Lehre. Ne? Aber dass einer separat jetzt einen Versuch macht, da wüsste ich keinen einzigen. Kann man aber machen. Kann man aber machen. Und wenn ihr meint, in der Auslobung, das, da gehen wir dann durch, dass ein spezieller Teil extrem nochmal geprüft werden muss durch einen eigenständigen Versuch, dann ist das ein Kontrollversuch und den würden wir dann auch machen. Ich verstehe dich. Also Frankie, schau, das ist genau, das ist im Endeffekt ist es so, du musst im Endeffekt genau den gleichen Versuchsaufbau machen, Streptomycin oder was auch immer du zugegeben hast, nur ohne das Isolat am Ende, dass du halt eben einmal kontrollieren kannst. Genau das, ich meine, wenn dir so eine Publikation über den Weg läuft, wäre schon mal ein Riesenschritt. Wir haben bisher noch keine einzige gefunden. Wenn du davon ausgehst, dass die das machen, ich würde mich freuen, und das ist ja, ich freue mich jetzt auch über das Klima, was gerade herrscht. Das ist wissenschaftlich, sachlich, gefällt mir. Du hast, oder wenn du das möchtest, wir geben dir gerne die Kontaktdaten von all den großen Autoren der Studien. Du kannst uns gerne CC nehmen und dann schreibst du dort eine E-Mail hin und beschreibst, hört mal zu, Freunde, das und so sollte das eigentlich sein. Habt ihr das gemacht, ja oder nein? Ja, weil wir haben das auch schon gefragt. Vielleicht hat man uns falsch verstanden. Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Ich schließe es zwar fast mit 100%iger Wahrscheinlichkeit aus, aber lass uns das doch machen, dass du einmal genau das, was du gerade formulierst, weil ich bin deiner Meinung, wir müssen genau den gleichen Versuch ohne das Isolat einmal laufen lassen und einmal mit, ja, dass wir natürlich unsere eigene Anordnung, die Zugabe von Desinfektionsmitteln, Penicillin, Streptomycin, Fungiziden etc., ja, dass wir das einmal ausschließen können, dass das die Ursache ist. Und genau das würde ich dich einladen, wenn du Lust hast, gerne kontaktiere über den Gordon, der hat meine Kontaktdaten. Ansonsten kannst du auch gerne über das Corona-Fakten-Team, ja, ich werde auch dafür sorgen, dass hier keiner dich irgendwie aggressiv angeht. Das machen wir bei uns nicht. Wir haben das auch nicht vor, wir möchten wissenschaftlich diskutieren. Dann lasst uns diese Autoren nochmals kontaktieren, und wenn die dann nicht bestätigen, dass sie das gemacht haben, sondern sie sagen, sie haben es nicht gemacht, so wie sie es bei uns gesagt haben, nochmal mit deiner Präzision, dann, glaube ich, können wir sogar einer Meinung sein, dass es in der Wissenschaft ganz gehörig grundlegende Probleme gibt. Und dass dann gäbe es grundsätzliche Probleme. Für SARS-CoV-2 brauchst du meines Wissens sogar einen eigenen Laborführerschein für Sicherheitsstufe 3. Da kommst du nicht einfach so rein, ne? Sicherheitsstufe 4 schon mal gar nicht, das ist mir so klar, ne? Da musst du wirklich spezielle Ausbildung haben und so. Aber wir wollen ja nicht das Virus haben, wir wollen ja die Publikation dazu. Und ich meine, wenn der erbracht worden ist, dann muss es ja dazu irgendeine wissenschaftliche Publikation geben, sonst ist das Ganze ja so nicht. Ja, ein Coronavirus. Aber wenn man, das ist eine schöne Herausforderung, weil das gab es wirklich noch nicht. Ja, siehste. Also deswegen. Insofern, das würde mich mal freuen, wenn wir da nochmal drüber sprechen könnten, was das denn für ein Beweis ist, auch die Publikation. Weil ich meine, es ist im Endeffekt nur ein Link. Ja, es ist ja nicht schwer, das einfach an uns zu schicken, wenn das schon erbracht hat. Wir haben sie ja auch versucht zu erreichen, Frau Professor Kämmerer, und war für uns bisher leider noch nicht erreichbar. Und in dem Kontext. Also würde ich sagen, schauen wir mal, was bei rauskommt. Aber du hast schon verstanden, warum das so viel Arbeit ist, ne? Weil das Ganze muss ja insgesamt alles nochmal erklärt und in Zusammenhang gebracht werden. All die vielen Fragestellungen, die müssen ja beantwortet werden. Ich sag mal so, Frank, ich muss ehrlicherweise sagen, weil wir haben ja auch so Sachen gehört von zum Beispiel den Düsseldorfern, ja, die meinten, die Münchner hätten die Kontrollversuche gemacht, etc. Man hat sich da teilweise auch den Ball hin und her gespielt. Wir haben ja, wir sagen das ja nicht von ungefähr. Ich wundere mich, dass es überhaupt irgendeinen Aufwand ist, jetzt nach 2,5 Jahren Pandemie, nach Millionen von Menschenleben, nach Millionen von zerstörten Existenzen, nach all dem, was wir hinter uns haben, dass das nicht in der Schublade liegt. Das ist für mich ein großer Skandal. Das habe ich ja gerade gesagt, das wird ja nirgendwo, das ist nur in den, das müssten die eigentlich vorzeigen können, in den in den täglichen Protokollen, die geleistet werden. Da muss man das finden. Da, wo die Laborantin arbeitet oder der Laborant arbeitet, da muss man das finden. Das noch viel schlimmer ist, dass sie uns gegenüber gesagt haben, dass sie es nicht gemacht haben. Ja? Und wir waren präzise. Ja, aber wie schon gesagt, da kommt es auf die Vokabel an, ne? Aber wir werden es ja sehen. Ja, wir werden es ja sehen. Aber wie gesagt, wir haben das schon sehr deutlich formuliert, weil du hast mich ja gerade auch verstanden, als ich dir erklärt habe, um was es bei mir geht. Ja, hast du ja auch verstanden, um was es ging. Ja, du hast ja sofort kapiert. Ah ja, okay, natürlich muss ich einmal den Kontrollversuch ohne das Isolat, der Zugabe des Isolats machen, um überhaupt mal zu gucken, ob mein Streptomycin und so weiter und Fungizide da nicht überhaupt die Wirkung des pathogenen Effektes erfüllen. Ja, du hast mich ja auch verstanden. Genau das haben wir ja auch so kommuniziert. Das heißt, wir haben Kontrollversuch geschrieben.
Ja, trotzdem. Du ich habe das nicht kapiert damals am Telefon. Also hier, genauso wie wir das jetzt machen, haben wir uns auch unterhalten. Und dann habe ich mir gedacht, was meint ihr für ein Kontrollexperiment? Was für ein Kontrollexperiment denn? Ne? Die Logik ist ja schon sehr trivial bei der Sache. Ja? Ich muss ja gucken, dass ich mit dem, was ich veranstalte, nicht alleine den Effekt erzeuge, ohne das Isolat zuzugeben. Und das Interessante war, dass wir eben Kommunikation haben, die haben wir ja auch veröffentlicht, wo genau explizit drinsteht, dass sie das nicht gemacht haben. Aber ich freue mich, wenn du nochmal rein nachfassen würdest, weil dann wäre das ein weiterer Punkt, wo man sagen muss, wow, wir haben jetzt explizit nachgefragt, unbeirrbar, wenn es denn von unserer Seite noch irgendwas gibt, was wir nicht richtig gefragt hätten. Und trotzdem haben sie die gleiche Antwort. Weil dann muss man sagen, dann muss hier willentlich wissenschaftlicher Betrug dahinter stecken, was wir ja schon lange vermuten, aber ich will es niemandem unterstellen. Es ist ein wissenschaftlicher Betrug. Siehst du? Es ist ein riesiger wissenschaftlicher, sowas hat es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben. Und ich darf keine Vergleiche anstellen. Okay. Also. Aber Freunde, wir haben hier eine Gemeinsamkeit rausgearbeitet zwischen diesen eingangs doch so angeblich verfeindeten Parteien. Das zeigt mal wieder, wenn man hart arbeitet und dranbleibt, dann können Wunder, es sind keine Wunder, wir haben alle hart dafür gearbeitet, aber sie können offensichtlich geschehen, diese Annäherungen. Ja, deswegen ist das ja auch gut, wenn man mal ein bisschen streitet und danach auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja, ohne Kuschel, dass man sich das wirklich persönlich irgendwie nimmt. Genau. Ne? Und das ist doch ein schönes Ergebnis des heutigen Abends, finde ich.